Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu News Wars DS. Ich habe endlich herausgefunden, wo der Secret für, der gesuchte Secret Exit ist, nämlich in 2-4. Und wir brauchen uns nämlich einen Mini-Pilz, und den habe ich mir auch gleich da unten gesetzt. Und dazu gleich beim ersten Tod aus habe ich richtig viel Lack gehabt und dann sofort einen bekommen. Ich weiß nicht, gerade sagen, wie er so hin und her gerannt ist. Hauptsache, wir bleiben bis da noch am Leben. Er ist ja auch nicht so weit entfernt, wir müssen einfach nur hier lang. Vorbei. Ja, da unten ist es nämlich auch schon. So, die Pferde, gutes Stück. So, hier hin. Hier ist er auch schon. Oh, hier ist das hier gleich. Haben sie wieder mit 4-4 abgeschlossen, das heißt, wir haben wieder einen Totos. Obwohl wir da vorne schon eins haben. Das heißt, es wird jetzt verworfen. Und gegen ein neues ersetzt. Oh ne, jetzt passiert sogar gar nichts. Nee, weil das hier vorne schon eins steht, passiert sogar gar nichts. Fail. So, und ja, wir wissen ja schon, wo es hinbringt. Uns es hinbringt, weil nämlich dazu diesem Haus. Nichts Besonderes gerade. Ja. War schon zu erwarten. So, jetzt haben wir wieder 2-3 zurück, wenn das Gamepad es nimmt. Nein. Ups. Nee, nicht zu weit eins. Etwas. Dahin. Ja. Ach, für mich ist das Gamepad nervt, ey. Mit 3A. Müssen aber erstmal unseren normalen Pilz hier bekommen. Oh ne, stimmt, ich glaube, hier gibt es irgendwo. Nein, wir müssen den Mini-Pilz behalten. Irgendwo gibt es einen Starcoin mit einem Mini-Pilz. Genau. Irgendwo gibt es eine Mini-Röhre. Ich werde mir jetzt sogar an, sich komplett nur auf diese eine Starcoin konzentrieren. Denn ja, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Jetzt versuche ich das erste nur mich auf diese eine Starcoin zu konzentrieren. Fuck. Fuck. Ach, Alter. Glück. Ich verpasse sie auch nicht. Ja, die können wir holen ruhig. Doch, ich glaube, ja, das ist die dritte. Und ja, die kommt jetzt hin, glaube ich. Warte. Hier rein. Unter Wasser. Oh shit, da müssen wir noch diesen Typen holen. Die ist ja schnell entschieden, uns zu helfen. Und hier rein. Hält doch nicht. Nein, ich will nicht groß werden. Jetzt weiß. Mhm. Ja, genau. Hier wird man nur mal ein bisschen verarscht. So. Der große bitte auf den oberen Bildschirm wieder. Nein, nicht den. So, hier hoch. Genau. Ja, und jetzt gibt es hier eine Passage hier. Warte. Und da ist er. Die Starcoin. Da kommt man natürlich nur mit dem Mini-Pilz an. Gut. Da müssen wir halt die erste Zeit nachholen. Wie gesagt, gleich mich halt nur auf diese hier konzentriert habe, weil ich ja nicht verkacken wollte. Boah. Ich bin jetzt in den Cooper gesprungen, das wäre richtiger Epic Fail gewesen. So. Ja, jetzt können wir uns komplett auf die erste Starcoin konzentrieren. Und wir haben sie ja auch schon gesehen. Zumindest habe ich sie schon gesehen. Ein bisschen. Oder beziehungsweise, ja, weiß ich ja auch an sich, wo sie ist. Egal. Ja. Auf jeden Fall, wo auch immer sie ist, wir werden sie auf jeden Fall jetzt holen. Pilz bitte. Wenn wir wieder groß werden. Damit wir nicht so wieder wie ein großes Risiko wie vorhin haben. So oder so diesen Schalter aktivieren. Feuerblume. Sollen wir mal hier ein paar Münzen rein, mein lieber Cooper. So, was seid ihr alles viele? Okay.
Alter. Und da hinten wär's auch noch. Okay, egal, da hinten wär's auch noch. So, jetzt können wir hier noch durchrushen. Fuck. Trotz allem, dass ich durchrushen will, werde ich trotzdem noch so dämlich getroffen. Hier unten durch. Okay, rüber jumpen. Und jetzt hier. Ich komme etwas näher ran, damit ihr mich etwas besser versteht. So, das ist jetzt etwas weiter hinten. Jetzt bin ich etwas näher an der Kamera dran, damit ihr mich etwas besser verstehen. Ich will mir auch noch irgendwann ein Mikro besorgen, damit es besser funktioniert mit dem, ja, damit ihr mich besser hört, aber ja, bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, irgendwie, dass ihr mich hört, weil meine Kamera irgendwie kein, an sich irgendwie nichts hat, irgendwie so, um da ein Mikro anzustecken. Ich muss mich da noch informieren, wie da sowas geht mit, ja, muss ich noch gucken, wie ich das mache. Boah, gerade so noch. So, der erste Stacker müsste hier sein, ja. Ne? So, noch umgedrückt. Ach man, manchmal weigert sich Mario mal in Röhren reinzugehen oder so. Manchmal weigert er sich einfach. So, ein Honk. Ah, Stacker Nummer 2 gleich. Ich glaube, hier in der grünen Röhre, ja. Hier ist, glaube ich, auch wieder ein Stacker hin. Okay. So. Hier geht's nur um Münzen. Deswegen bin ich jetzt aber nicht hier. Oh. Ich glaube, das ist ein anderer Grund hier, ne? Oh mein Gott. Pilze sind ja mal assi. Ah, siehst du? Das ist doch aus einem anderen Grund hier, diese Röhre da. Hier gibt es einen Secret Exit. Zu uns da unten hin, zu diesem Level. Aber erstmal normaler Exit und dritte Starcoin fehlen uns auch noch. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo die ist. Wir sind erst in Welt 3 und haben jetzt schon 70 Leben. Ja, da oben ist er. Yes. Noch ein Ziel. Du nährst mich nicht. Und jetzt haben wir schon 71. Geht ja ziemlich schnell mit den Leben. Oh ne, weil man weiß nie, wann man mal ohne Ende mal Dummheiten macht hier. Ja, ist besser, dass man so viele Leben dabei hat. 3B! Okay. Ein kleines Level über den Wolken mit Röhren und sonstigem. So eine Röhrenlevel mit vielen Piranha-Pflanzen gab es auch schon Super Mario Bros. 3, ne? In Welt 7 da, das war ja alles die Röhrenwelt. Und da gab es auch so ein Spielchen, wo man hier mit Röhren, es war zwar nicht in der Luft, aber
und an sich auf viele Brennerpflanzen gestoßen ist und an sich auch ein Brennerpflanzen-Level war, wo man dann am Ende ein Item bekommen hat. Das ist überall so, boah, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Hier ist nämlich wirklich was. Wieder einmal hat sich Mario geweigert, das machen. Und gerade weil ich jetzt gerade das Item nicht nutzen kann, hätte er auch eh nichts Besonderes bekommen hier. Klar, ein Stern ist... Ja, hilft mir jetzt, jetzt für mich kurz nichts Besonderes, weil, ja... Bringt mir jetzt nicht allzu viel. Siehst ja. So viel bringt es mir jetzt nicht. Boah, ich hätte schon wieder Mario irgendwas, irgendwas nicht gemacht. Mann! Die ganzen Feuerbälle, die hier durch die Gegend fliegen. Oh man, was brauchen wir den Scheiß? Ah, Dacke. Und Halbzeit. Ich glaube, da unten ist was. Ja, gerade Pflanze. Sonst aber auch nichts anderes. Shit. Ah, jetzt da ist Messe. Nein, ich bin genau in die, die Feuerball reingesprungen. Nein, ach come on. Jetzt bin ich jetzt nicht einmal in diese dumme Piranha-Pflanze reingesprungen. Fail. Und wieder. Hä? Ich hab hier doch eine Halbzeit aktiviert, hallo? Irgendwie müsste es dafür noch safe sein. What the hell? Keine Ahnung, warum es jetzt nicht gespeichert wurde. Ist mir aber auch jetzt auch vollkommen egal, da wie gesagt ist auch nicht schwerer wie erneut zu holen. So, und jetzt. Ja, ich hätte einfach nur warten müssen, dann fail. Da hätten wir es auch so geschafft, aber... Ja, ich hab da jetzt irgendwas passiert ist. Eine absolute Dummheit. Mal wieder. Oh, natürlich gehen wir gleich weiter mit 3C. Und wenn wir das schaffen, könnten wir nämlich auch, glaube ich, so, schon zum Castle sogar. Machen wir aber natürlich nicht. Wir haben nicht mal den Tower geschafft. Wie schon gesagt, wir machen 100%, wir machen alles. Bäh. Wir machen den Scheiß. Starcoin Nummer 1. Ja. Oh ne, jetzt kommen auch die Fische. Oh man, jetzt kommen auch die Fische. Oh fuck. Der eine große Fisch, der ist mir schon genug. Ihr braucht nicht erst ankommen. Ein Problem ist schon. Der Typ da ist schon ein Problem. Ich muss ihn auch noch ein Problem darstellen. Oh, treff ihn doch mal. So, jetzt. Damit wir die Starcoin holen können. Geht natürlich nicht, wenn der Typ da ist. Aber das hat mit der Starcoin zu tun. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Shit. Dritte Starcoin. Das nicht mal knapp war. Tja, und das war klar, dass da ein Block ist. So was machen sie ja gern. Wenn, am meisten, wenn auch gerade die Münzen da sind. So was macht Nintendo auch mal gern. Unsichtbare Blöcke. Ja, ja. Und wir kommen wirklich zum Castle. So, hier. Next Toadhouse. Nächster Schritt zu den 100%. Und wieder zurück zum Tower. Wollen wir den noch? Ja. Dritter Tower. Ist nicht sogar... Nee. Enttäuscht. So ein Gittertower. Voll fail. Epic fail. Eigentlich nicht...
Mario, das heißt aber nicht, das war jetzt ein kurzer Fail, aber ich wollte eigentlich da hoch, aber das heißt nicht, dass du dich umbringen sollst. Typisch. Ich sage am meisten jetzt typisch, denn es passiert nicht selten, dass wenn ich sage Fail, das mache sich sofort irgendwie einen Fehler macht und sich umbringt somit. Das passiert nicht gerade selten. Schon öfters der Fall gewesen. Ich habe jetzt schon die erste Starcoin verpasst. Warum denn das? Wie denn das überhaupt? Achso, da unten. Oh Gott. So. Ist hier komplett. Nein, ich. Ich hab erst gesehen, das ist ja. Nee, selbst wenn, wir können dann da nicht mehr hoch. Okay, ist schon richtig. Ist schon richtig. So, die dritte Starcoin bekommen wir nur mit der Feuerblume da unten. Ich verpiss dich. Da. Achso, er ist runtergefallen. Dritte Starcoin bekommen wir hier. Oh Gott. Mach keinen Fehler. Das war sinnlos. Ich komme nicht einfach nur hier hoch. Oh, es kommt so ein Spielchen mit den Blöcken hier, mit den roten. Boah. Oh shit, nein! Ah, fuck. Komme ich da trotzdem noch hoch irgendwie? Vielleicht durch den Koopa? Yes! Ich konnte es ein bisschen überspringen. Lol. Hätte Nintendo anders machen müssen. So kann man das überspringen. Cool. Das wusste ich auch noch nicht. Mario haut in die Luft. Okay. Macht Spaß, Mario? Wenn ja, warte. Was soll das für ein Blödsinn? Wirklich, ich wusste davon auch noch nicht. Es gibt auch einige Dinge, von denen ich noch gar nicht wusste. Kleiner Zeitvertreib vor dem Boss-Fight gegen Bowser Jr., der eh nichts kann. Niete. So. Next Level. Kommt dann im nächsten Part, ja. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und ja, bis dann. Ciao.